Also bitte, so sieht die Welt aus, in der die Familie Dassau leben möchte. Finden Sie nicht auch, dass es sich um eine sehr ausschweifende Familie handelt? Ja, das kommt daher, dass Sie zu reich sind an Fantasie und Talenten. Sonst sind Sie nicht reich. Ihre Talente wuchern noch in der Enge Ihrer finanziellen Beschränktheit, hinter unscheinbaren Fassaden hier, in diesem sehr gewöhnlichen Haus. Es hat nur einen Vorteil, dass die Straßenbahn immer langsam über die Kreuzung fährt, sodass die Hausbewohner abspringen können. So wie eben Thomas, der Jüngste, der das Haus. Er macht daraus immer eine Nummer. Sicher wird er eines Tages ein Rastelli. Jonglieren ist seine Leidenschaft. Von Leidenschaft kann bei Mutter Dassau nicht die Rede sein, obwohl sie auch jongliert mit den Einnahmen und den Ausgaben. Wenn sie nicht jongliert, komponiert sie. Mutter, das ist einmalig. Wie Schubert, nur viel melodiöser. Ja, ich find's auch ganz nett. Würdest du die Kartoffeln aufsetzen? Ungern. Das ist Brigitte, die Malerin. Die Eltern vergleichen ihre Bilder mit denen von Van Gogh. Sie selber hält viel mehr von sich. Sie ist 15 Jahre alt und geht gerne zur Schule. Nun ja, weil sie gescheit ist. Und dann ist es ja keine Kunst. Und das ist die Älteste, als sie 6 Monate alt war. Jetzt ist Nicole 20 und würde sich unter keinen Umständen so fotografieren lassen. Landaus Fischgeschichten. Na also, ich sage Ihnen, Frau Nicole, die Hochzeit der Lachse ist wohl das Aufregendste, was ich je gelesen habe. Aber natürlich nichts für junge Leute. Es wird auch nur von Fachinteressierten gekauft, Herr Professor. Ist das tatsächlich von einem so jungen Mädchen geschrieben? Sind das wirkliche Erlebnisse? Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund des Erfolges, dass sie das tatsächlich erlebt hat. Oh, früher ist so ein Ding in eine Erziehungsanstalt gesteckt worden. Heute wird sie geehrt. Und reich. Hat sie wenigstens Talent? Ich hab's nicht gelesen, Herr Professor. Das also ist Nicole. Sie verkauft nur deshalb Bücher, damit sie in ihrer freien Zeit Gedichte schreiben kann. Schöne, halbzarte Gedichte, erfolglose Gedichte. Sie träumt davon, einmal erfolgreiche Gedichte zu schreiben. Wovon sie sonst noch träumt, ist nicht ganz klar. Nicole ist sehr zurückhaltend. Dies hier sind Mordakten und ihre Beweisstücke. Vater Dassau ist ein sehr gewissenhafter Kriminalromanschreiber. Außerdem ist er noch Postangestellter. Es ist, selbst für den objektiven Beobachter, nicht leicht zu unterscheiden, was er besser macht. Auf jeden Fall versucht er, beides miteinander zu verbinden, so gut es halt eben geht. Es geht nicht
Ohne gegenseitige Rücksichtnahme. Na ja, das ist ja klar. Bitte sehr. 3 mal 10. 3 mal 10, jawohl. 3 mal 10 macht 30 Schilling, bitte. Wieso? 3 mal 10 ist 30, also bitte. Aber ich habe doch 3 mal 10 Groschen verlangt. Sagen Sie, warum sagen Sie das nicht gleich, ja? Ja. Schön präzis. 3 mal 10 Groschen. Hier, bitte sehr. Mörder sind noch auf freiem Fuß wegen Ungenauigkeit. Und 20 bei der Polizei. Der nächste, bitte. Die Familie Dassau hat alle Chancen, eine gute Familie zu bleiben. Sie benötigen zum Feierabend keinen Fernsehapparat, sondern sie pflegen ihre eigenen Talente. Blätter, die im Winde zittern. Blätter, die im Winde flüstern. Zieh den Rock hoch, ich bin bei den Beinen. Zieh ihn wieder runter, bei uns werden keine Röcke hochgezogen. Du hast ziemlich anständige Beine. Alles an mir ist anständig. Du, ich habe eine Bombenidee. Ich male einen Akt von dir, lebensgroß. Ohrfeigen wirst du kriegen. Von mir auch. Ich weiß nicht, wie ich in eine so altmodische Familie hineingeraten bin. Mutter, weißt du, welches Wort ich gerade geschrieben habe? Ende. Das ist mein Lebenswerk. Wie hast du den Mörder umkommen lassen? Ich hatte einen einmaligen Einfall. Er stirbt gleichzeitig zweimal. Das Gift zerfrisst seine Gedärme und gleichzeitig halbiert ihn eine Garbe aus einer MP. Du, das ist eine geniale Idee. Er stirbt gleichzeitig von innen und außen. Mir wird gleich schlecht. Das ist doch die ausgleichende Gerechtigkeit. Schließlich hat er 10 Menschen umgebracht. 12? Komm, gib das hin. Nicole, lies uns das letzte Kapitel vor. Ich möchte gern wissen, wie es euch gefällt. Es war teuflisch ersonnen, aber die Nemesis wartete schon auf Ponga in naher Ferne. Belinda sollte sein letztes Opfer sein. Nahe Ferne? Das stimmt doch nicht. Ich find's wunderbar. Es ist ein Widerspruch, aber es drückt doch genau das aus, was Vater will. Bitte, Mutter, unterbrich doch nicht immer. Nicole hat natürlich vollkommen recht. Bitte. Sollte sein letztes Opfer sein. Nichts ahnend schlief die Unselige in ihrem Zelt. Oder spürte sie das nahende Unheil? Unruhig warf sie sich im Schlaf. Schweißperlen traten auf ihre Stirn. Sie atmete schwer und ihre volle Brust hob und... Nimm die volle Brust raus, das ist unanständig. Nein, Mutter, nur über meine Leiche nehme ich die Brust heraus. Ich schaffe eine Stimme des Grauens. Vielleicht verzichtest du auf volle. Mir gefällt's. Volle Brust bleibt. Lies weiter. Konnte sie den dunklen Schatten spüren, der lautlos auf das Zelt zukam? Als sie am Eingang... Eines Tages wird diese Fülle an Begabung die engen Räume sprengen und den Dasshause das bescheren, was sie verdienen. Die Post ist da! 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 Revolver Verlag, Monique Verlag, Werther Verlag. Ach, mir ist ganz schlecht vor Aufregung. Alle drei auf einmal. Das kann nur ein gutes Zeichen sein. Die Ungewissheit lässt sich leicht beendigen. Nein, nein, nein. Vielleicht sollte man sie erst morgen öffnen. Dann hätte man bis morgen auf alle Fälle Hoffnung. Oder wenigstens bis nach dem Abendessen. Ich will es wissen. Sehr geehrter Herr Dassau, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass... Das sind Idioten. Du bist ein Genie. Danke, Mutti. Sehr geehrte Frau Dassau, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen. Lass, Mutter, wir singen deine Lieder. Man hätte doch bis nach dem Abendessen warten sollen. Wir glauben nicht, dass sich unser Publikum in der heutigen Zeit für so zarte Gedichte interessiert, selbst wenn sie so begabt sind wie die ihren. Vielleicht sollte Ponga seine Opfer kochen und aufessen. Er leidet an Appetitlosigkeit. Menschenfleisch schmeckt ihm eben. Das ist prima.
Und als Titel Der weiße Kannibale oder einfach Menschenfleisch. Ich geb's auf, das Komponieren. Und ich das Schreiben. Ich nicht. Ich schreibe weiter. Nur keine Gedichte mehr. Der Verleger hat recht. Blätter, die auf Bäumen flüstern, das interessiert keinen Menschen. Von jetzt ab schreibe ich, was sie interessiert. Und was interessiert sie? Sex. Genau, Sex. Nicht in meinem Hause. Weißt du, wie viele Exemplare von meinen ersten 10 bereits verkauft sind? Fast 1 Million. Die Autorin ist ein 16-jähriges Ferkel und verdient ein Vermögen. Das ist eine Schande. Eine erfolgreiche Schande. Und das Geheimnis ihres Erfolges ist, dass sie 16 ist und ihr Geschmiere wahr ist. Sie hat zwar 10 Geliebte gehabt und das sind 10 Geliebte mehr, als ich gehabt habe. Nicole, die Kinder. Oh, ist doch gut. Hören Sie endlich einmal, was für ein altmodisches Geschöpf Ihre Schwester ist. Vater, sag ihr, sie soll sofort aufhören. Was? Hör sofort auf. Aber ich brauche gar keine Geliebten. Ich habe dafür Fantasie und Talent. Ich werde ein Theaterstück schreiben, das so unbeschreiblich unanständig ist, dass es für Jahre ausverkaufte Häuser haben wird. Das ist die sensationellste Idee, die du je gehabt hast. Noch ein Wort und du isst in deinem Zimmer. Ich denke an ein junges Mädchen, ohne die geringsten Hemmungen. Ein modernes Monstrum, das wie ein Mann-Abenteuer sucht. Eine Existenzialistin, die übertreibt. Das Mädchen muss blutjung sein, damit das Stück gleichzeitig ein erschütterndes Dokument verderbter Jugend wird. Verderbte Jugend? Deine Tochter und verderbte Jugend. Und du sagst gar nichts. Ich sage anonym. Das ist es, was ich sage. Inkognito. Inkognito? Schade. Dann weiß ja niemand, dass das meine Schwester ist. So ein unseliges, verdorbenes Geschöpf muss inkognito bleiben. Aus moralischen und aus geschäftlichen Gründen. Und außerdem nimmt es den Kritikern den Wind aus den Segeln. Die Tragödie unserer Zeit. Tragödie ist das richtige Wort. Ich bleibe inkognito. Ich habe eine prima Idee. Zum Schluss zeigst du ihre Hochzeitsnacht und... Aber geh Hochzeitsnacht. Lass mich doch ausreden. Und in ihrer Hochzeitsnacht betrügt sie ihren Mann mit seinem besten Freund. Und du verbringst den Rest dieses Abends auf deinem Zimmer. Aber sofort, wenn ich bitten darf. Ich bin die Einzige in dieser Familie, die so ein Mädchen überhaupt versteht. Ja, 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 ist schon recht. Und auch du, mein Sohn, wirst dein Abendbrot in deinem Zimmer beenden. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Ich weiß, aber ich habe über Dinge zu sprechen, die nicht für jugendliche Ohren bestimmt sind. Ne? Dann wird es für Mutters Ohren bestimmt das Richtige sein. Also, ich finde Brigittes Idee großartig. Ein Mädchen betrügt ihren Mann in der Hochzeitsnacht mit seinem besten Freund. Das ist genau das, was ich suche. Nicht in meinem Hause. Bitte, Mutter, hör auf. Wir wissen, dass wir eine moralische Familie sind. Wir sehen sie an unseren Finanzen. Das Haus. Das Auto. Das neue Klavier. 2 Bäder. Und ich sage dir, dieses ewige Warten macht auf die Dauer unmoralisch. Man muss vorbeugen. Wenn ihr einen Titel braucht, ich habe einen. Liebe als Vorspeise. Oder als Nachspeise. Das klingt vielleicht noch interessanter. Junges Mädchen in Pflegejahren ist zwar kein guter Titel, aber eine ausgezeichnete Beschreibung von dir, Brigitte. Ich wollte nur helfen. Ich werde dir gleich helfen. Ich habe den Titel gefunden. Memoiren einer 17-Jährigen. Das hört sich an wie wahr und ist gleichzeitig... Du bist ja blöd. ...unserer heutigen Zeit. Memoiren einer 17-Jährigen? Gar nicht schlecht. Eigentlich haben wir doch recht nette Eltern, wenn man sich ein bisschen Mühe mit ihnen gibt. Weißt du, was sie sind? Spießbürger. Liebenswerte Spießbürger mit einem künstlerischen Blick. Wir müssen jung denken, sonst können wir ihnen nicht helfen. Dabei willst du ihnen noch helfen? Hab doch keine Angst um die Kinder. Die heutige Jugend ist unromantisch und sachlich. Eva hat ein Kind bekommen und kann sich nicht erinnern, wer der Vater ist. Nicole, Sie werden am Telefon verlangt. Ja? Ja, hallo? Ich habe eine geniale Idee. Ich kann nicht bis zum Abend warten. Hör zu. Eva lässt sich versteigern. Wer am meisten bietet, dem gehört sie. Für 24 Stunden. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ach, ich sehe alles vor mir. Eva steht auf einem Podest, in einem durchsichtigen Nachtgewand und wird verauktioniert.
Pyjama-Jacke ist besser. Das habe ich unlängst in einem Modejournal gesehen. Was sagst du? Was? Vielleicht lässt sich Eva für Wohltätigkeitszwecke versteigern. Wenn eine Anregung gestattet ist für chinesische Waisenkinder. Ich kann jetzt nicht mehr. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Ich werde in der Schule sagen, entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme. Meine Schwester kriegt den Dreck nicht runter und die Fonte nicht ins Badezimmer. Sag, was du für richtig hältst. Ich muss aber jetzt rein. Willst du mich heute ausnahmsweise vorlassen? Ich muss noch... Selbst wenn ich wollte, ging's nicht. Aber ich will gar nicht. Ja, bitte? Ein Eilbrief für Herrn Dassau. Vielen Dank. Ein Brief vom Hoftheater, von der Intendantur. Ein Eilbrief. Gib her. Was ist? Was von ist? Wem? Fahr schnell. Betrieb. Memoiren einer 17-Jährigen. Sehr geehrter Herr Dassau, wir bitten Sie höflichst bei uns morgen zwischen 12 und 1 vorzusprechen. Hochachtungsvoll von Leitner. Diese Schande überlebe ich nicht. Mutter. Mutter, versündige dich nicht. Ich bring dich um! Herr Hofrat, der Herr Dasser ist hier. Ja, bitte. Bitte. Dankeschön. Von Leitner. Sehr erfreut, Herr Hofrat. Mein Name ist Dasser. Danke. Sie repräsentieren den Autor dieses Werkes. Die Autorin, Herr Hofrat. Das Stück heißt Memoiren einer 17-Jährigen. Ja. Ich darf daher annehmen, dass es sich um die Dramatisierung eigener Erlebnisse handelt. Ja, Herr Hofrat, das Leben ist ja der beste Dichter, wie es heißt. Ja, zweifellos. Der Wunsch der Autorin, anonym zu bleiben, ist natürlich durchaus verständlich. Ja. Ein Veilchen, das im Verborgenen blüht. Bitte tausendmal um Entschuldigung. Darf ich dir Herrn Dassau vorstellen? Das ist unsere charmante Mitzi Schanz. Sehr erfreut. Der Hofrat hat es mir gerade zum Lesen gegeben. Das muss ja eine ganz schöne Rübe sein, Ihre Autorin. Wenigstens, ich kann die Rübe nicht ohne Widerspruch auf meiner Autorin sitzen lassen. Sie ist ein Genie. Ein junger Mensch, der die Courage hat, unsere altersschwache, verstaubte Moral... Na, Fräulein Schanz wollte Ihre Klientin keinesfalls beleidigen. Ich habe, wenn mich mein Ohr nicht täuscht, sogar einen Ton der Bewunderung aus Ihrer Bemerkung hören können. Ach so. Ich persönlich empfinde, offen gesagt, ein tiefes Mitleid mit Ihrer Autorin. Sie ist ein Opfer unserer verzerrten, hilflosen Zeit. Köstlich. Wenn jemand zu verdammen ist, so sind es fraglos die gewissenlosen Eltern dieses jungen, begabten Geschöpfes. Die eigene Mutter. Bitte! Bitte, Herr Hofrat, kein Wort gegen die Mutter. Ich kenne diese Dame. Ich nehme den Hut ab vor ihr, Tag und Nacht. Herzig, wie er für Sie eintritt. Nehmen Sie um Gottes Willen weiter den Hut vor ihr ab. Dieses Stück ist ein Zeitspiegel. Was man in diesem Spiegel sieht, ist erschütternd und ermahnend. Und unanständig. Also, bitteschön. Aber süß. Halt dich raus. Ich habe nicht das Recht, es meinem Publikum vorzuenthalten. Ein Zeitspiegel, das ist es. So traurig das klingt, nicht? Herr Dassau, ich habe Sie hergebeten, um Ihnen mitzuteilen, dass unser Theater sich entschlossen hat, Ihr Stück aufzuführen. Herr Hofrat, ich bin völlig... Ob Sie dazu Grund haben, wird sich bei der Premiere herausstellen. Unsere Rechtsabteilung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Verfügen Sie über mich, Tag und Nacht. Küss die Hand wünsche ich. Auf bald! Also du, das ist ja himmlisch unanständig. Ich werde das Stück sofort herausbringen. Die Schwierigkeit ist die Besetzung. Na, wer soll diese 17-jährige Mädel spielen? Na geh, da gibt's doch nur eine. Ich. Na, du? Eine 17-jährige? Na, 30 gibst du doch freiwillig zu. Da höre ich ja gar nicht hin. Außerdem ist es moralischer, wenn ein Erwachsener ein unanständiges Kind spielt. Jung und begabt. Schnell, 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 schnell. Also bitte, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Na, ein Riesenerfolg. Beifall und Zischen. Die unschlagbare Mischung. Bravo! Bravo!
Also, ich finde diesen naiven Mut zur Wahrheit erstaunlich. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Und gleichzeitig schäme ich mich zu Tode. Die Schamhaftigkeit unter dem Mantel der Unmoral ist die eigentümliche Keuschheit unserer Jugend. Was? Nochmal. Ist nicht von mir. Also. Die Autorin ist eine dilettantische Heldin, die wie eine moderne Jungfrau von Orléans ist. Also, den Vergleich mit der Jungfrau halte ich auf alle Fälle für unangebracht. Alle Träume sind in Erfüllung gegangen, selbst die kostspieligsten. Das Dassauische Leben hat sich grundlegend verändert, alles ist größer geworden, auch die Geldsorgen. Die Dassaus haben auf ihr großes Glück einen noch größeren Vorschuss genommen. Aber was soll es denn? In unserer Zeit leben viele von Vorschüssen, die weniger Talent haben als die Dassaus. Also sowas. New York will die Memoiren kaufen und du fährst spazieren. Der Produzent kommt extra nach Wien, er wartet bereits seit einer Stunde auf mich. Die Filmrechte will er auch kaufen, er heißt Dodd. Na, da hättest du doch ein Taxi nehmen können. Wie sieht denn das aus beim Sacher-Vorfahren in einem Taxi? Da bekommt man sofort die Hälfte. Wie viel willst du denn verlangen? $10,000, nicht einen Groschen weniger. Verlange 10.000, aber nimm auch weniger. Er wird den Wagen kaputt fahren, bevor er bezahlt ist. Guten Tag. Bitte, ich möchte gern den Amerikaner dort sprechen. Er erwartet mich. Zimmer 371. Wenn Sie selbst mit ihm sprechen wollen, bitte. Danke sehr. Nur abheben und wählen. Dankeschön. Wende mal ab. Ich gehe am besten selbst hinauf. Erste Tür links, bitte. Heide! Morning! Setzen Sie sich! Sit down, sit down! Yes, bitte. Nehmen Sie einen Whisky! Schön da, wie heißt das? Den Kamin! Ich bin gleich bei Ihnen! Yes, sir. Als Agent haben Sie 20%, nicht wahr? Sie werden ein reicher Mann sein. Am Broadway bringen die Memoiren ein Vermögen. Naja, alle Stücke, die ich produziere, bringen ein Vermögen. Sit down, make yourself at home. Stand around. Filmrechte kaufe ich auch. Was kosten die Filmrechte? Ich dachte so gegen $5,000. Wie viel bitte? $5,000. Are you crazy? Sind Sie verrückt? Vielleicht. Viertausend, wenn es geht. $25,000, sonst glaubt keiner, dass das Stück etwas taucht. Ich selbst auch nicht. Wie viel? $25,000. Bar? Ich kaufe immer Bar. Bar. Ja, ich akzeptiere Ihren Preis. Das glaube ich. Es ist eine Freude, ein Geschäft mit Ihnen zu machen, Herr Dodd. Was wir in einer Minute hier erledigt haben, dazu braucht man hier 3 Monate. Und dann platzt es noch meistens. Genau. Danke. Dassau ist Ihr Name, nicht wahr? Nein, Dassau, D. Da, Dassau. Dassau. Ja. Ah. Cheers. Ja. Ist die Autorin in Wien? Yes, sir. That's all. Das ist alles, was ich Ihnen sagen darf. Also. Theateraufführung Broadway. Aha. Die Vorbereitungen werden sofort getroffen. Ja.
Was noch? Für die Firmenrechte $25,000, bar. Bar, fisch. Bedingung, Sie stellen mir die Autorin vor. Sorry? Da bin ich leider sorry, das wird nicht gehen. Das habe ich auch befürchtet. Das Stück hat gar kein 17-jähriges Mädel geschrieben, right? Vielleicht eine alte Schachtel, right? Oder vielleicht sie selbst, right? Nicht right, wrong, falsch, Herr Dott. Ich versichere Ihnen... Ich versichere Ihnen... Ich kaufe keine Katze im Sack. Ich bin überhaupt nur interessiert an dem Stück, wenn es wirklich Memoiren sind von einem jungen Mädchen. Die Lüftung dieses Inkognitos ist eine moralische Unmöglichkeit, Herr Dott. Okay. Ich sehe mir die Aufführung heute Abend an. Wenn die Autorin in meiner Loge ist, gut. Wenn nicht, schlecht. Sorry, no deal. No deal. Ja. Nein. Jetzt haben wir's. Frau schief angucken, weil deine Tochter ein Ferkel ist. Die Hauptsache ist, sie ist kein Ferkel. Ich will, dass wir hier in unserem Haus wohnen bleiben. Ich will die $25,000 und ich will die Aufführung am Broadway. Wisst ihr, was Mädchen für $25,000 alles tun? Ich habe nichts zu tun. Ich habe nur zu tun, als ob ich tue. Ich habe schwere Befürchtungen. Also wenn ihr mich fragt, die Rolle kann sie nie spielen. Ruhe! Ich hoffe für Sie, dass sie jetzt kann. Diese Schande. Gib mir noch einen. Das ist mein Lieblingswort. Ausverkauft. Es gibt schöner klingende Worte in unserer Sprache, aber es ist das lukrativste. Die wievielte Vorstellung ist das? Allein in Wien die 123. Nicht schlecht. Und Sie wollen das Stück tatsächlich nur aufführen, wenn die Autorin ihr Inkognito aufgibt? Yes, yes. You see, ich brauche für drüben eine Sensation. Das Stück allein reicht nicht. Dass eine 17-Jährige geschrieben hat, das kann ich verkaufen. Ja, ja, ja. So, warte doch. Kauf doch mit deinem Programm. Ja, gut. Ich glaube, wir sind hier falsch. Sie schauen mir so verdächtig aus. Wo möchten Sie hin? In die Loge Nummer 1. Es ist nicht zu fassen. Es gibt Sie also wirklich. Ich heiße Leitner. Guten Abend, Herr Hofer. Na, wie heißen Sie? Nicole. Und weiter? Nicole Dassow. Das habe ich mir gedacht. Das Fräulein Tochter vom Herrn Vater. So ein Schlawiner. Bei mir hat er sich nicht getraut. Aber Geld verdienen mit seiner Tochter. Mit größtem Vergnügen. Ja, die Eltern von heute. Ich habe sehr anständige Eltern, Herr Hofrat. Aber natürlich. Nur Sie sind aus der Art geschlagen. Sie sind ein sehr begabtes Mädchen. Aber wenn ich Ihr Vater wäre, würde ich Sie trotzdem totschlagen. Und wenn ich der Vater Ihres Vaters wäre, würde ich den auch totschlagen. Sie wollen meine ganze Familie ausrotten. Na, ich sage Ihnen das nur, um mein Gewissen zu entlasten. Und jetzt kommen Sie zu Mr. Dott. Ich fürchte, er wird seine Freude an Ihnen haben. Hoffentlich nicht auch an ihm. Das ist die Autorin des Stückes und die Tochter ihres Managers, Nicole Dassow. How do you do, Miss Dassow? How do you do, Mr.? Dott. Won't you sit down, please? Setzen Sie sich. Sie wollen nicht bleiben, wie wahr? Na, das sah nur einen Moment so aus. Ich esse doch lieber Krebse. Die haben weniger Gräten. Viel Glück. The same to you. Dankeschön. Sie sehen ganz gut aus. Das ist gut. Und Sie sehen aus, als ob Sie nicht mit 13 können. Das ist auch gut. Sie sehen auch nicht schlecht aus. Und Sie sehen vor allem aus, als ob Sie viel weiter zählen können. You're telling me. Thank you.
sichtbar. Also hier wird es sein. Ich habe mich immer schon gefragt, wo es sein wird. Willst du mir vielleicht mitteilen, worum es sich handelt? Ich möchte, wenn du das altmodische Wort verzeihst, deine Geliebte werden. Wie meinen? Ja, ich möchte deine Geliebte werden. Ja, liebst du mich denn, Eva? Hol bitte zwei Gläser. Ob du mich liebst? Meine Eltern und ich sind der Meinung, dass die Zeit gekommen ist. Deine Eltern? Ja, ich habe meine Eltern doch bei jedem Blödsinn um Rat gefragt. Warum soll ich denn die wichtigste Entscheidung allein treffen? Außerdem ist es doch nur natürlich, dass Eltern wissen wollen, wer der erste Mann im Leben ihrer Tochter ist. Was, ich bin der erste Mann in deinem Leben? Ja. Vater sagte mir, dass es dir Freude machen würde. Junge Männer wollen immer der Erste sein, sagt mein Vater. Ist das vielleicht eine neuartige Methode, um sich einen Schwiegersohn zu angeln? Sei doch nicht so fantasielos. Dazu hätten wir uns bestimmt einen anderen ausgesucht. Du bist der Erste, aber unter keinen Umständen der Letzte. Ganz schön. Warum habt ihr gerade mich auserkoren? Hauptsächlich deshalb, weil du genügend Erfahrung haben sollst. Aber ich merke nichts davon. Bitte übermittle deinen Eltern meinen herzlichen Dank, aber in mir haben sie sich den Falschen ausgesucht. Hör jetzt auf, Reden zu halten. Wenn du mich nicht sofort verführst, dann... Was dann? Dann verführe ich dich. Die Natur hat uns Frauen mit Waffen ausgestattet, gegen die es keinen Widerstand gibt. Es soll aber einem Wahrheiligen gelungen sein, Widerstand zu leisten. Auch das ist geschichtlich durch nichts bewiesen. Also öffne schon endlich den Champagner, denn warm schmeckt er nicht. Es ist so schön, mit einem Dichter zu sein, weil er so wenig spricht. Es ist so schön, mit einem Weib zu sein, weil es voll Überraschungen ist. Es ist so schön, mit dir zu sein, weil du nicht eifersüchtig bist. Du bist doch nicht eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig. Nicht einmal auf den großen Mann dort an der Bar. Ein Fußballer, wenn ich nicht irre. Sei lieb und sag ihm, dass ich mit ihm tanzen möchte. Ich bin nicht eifersüchtig, aber ich bin auch nicht blödsinnig. Es war auch nur so ein Gedanke. Würden Sie bitte mit mir tanzen? Missverstehen Sie mich nicht. Ich bin nicht beruflich hier. Ich will mit Ihnen tanzen. Es kostet Sie nichts. Das ist mir noch nicht passiert. Es hat auch seinen Grund. Ich will ein Kind haben. Bitte, wer sind Ihre Eltern? Hugo Schulzendorf und Helga Schulzendorf, geborene Rettich. Beide gesund? Nein, geschieden. Dann scheiden Sie leider aus. An dieser Stelle muss ich immer lachen. Haben Sie schon das Kind? Nein. Sie glauben gar nicht, wie schwierig es ist, einen geeigneten Vater zu finden. Das kann ich mir vorstellen. Gäste gegangen sind wir allein, Jack, ganz allein. Nein, nicht in deiner Hochzeitsnacht. Dein Mann ist schließlich mein bester Freund. Ach, du meinst, es ist anständiger nach der Hochzeitsnacht? Jetzt wirklich hast du Sinn. Warte hier, ich hole Ernst. Du holst Ernst, wozu holst du Ernst? Ja, wir müssen das mit ihm besprechen. Mit deinem Mann, du hast deinen Verstand verloren. Sei nicht nervös, Jack. Ich bin sicher, Ernst wird Verständnis für uns haben. Schließlich bist du sein bester Freund und das beweist nur, dass Ernst und du den gleichen Geschmack haben. Very good situation. Sind Sie verheiratet? Warten Sie doch ab.
Um Gottes Willen, ein Schuss. So dumm. Jetzt hat mir Ernst den ganzen Abend verdorben. Meine Damen und Herren, Ihr Beifall gilt ja eigentlich nicht mir allein, die diese Rolle nur spielt, sondern der genialen und geheimnisvollen Schöpferin, die sie gedichtet hat. Ich habe heute eine Riesenüberraschung für Sie. Die Autorin unserer Memoiren hat sich entschlossen, ihr Inkognito aufzugeben. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen Nicole Dassau. Wir nehmen dich ja nur mit in unseren Club. Wir wollen nur ein Autogramm von dir. Au! Festhalten! Lass mich doch los! Festhalten! Hey, die gehört mir! Weil wir nicht dein Sohn, wir nehmen sie dir nicht weg. Wir brauchen sie uns nur für heute Nacht. Wohin fahrt ihr? Das gar nicht. Ah, das sie. Come on, come on. So, ja, ich bin ja schon da. Thanks, los, fahren Sie nach! Ja, ja, ich mach mir schon. Fahren Sie schneller! Ja, wegen Ihnen werde ich mich einsperren lassen. William, move! Aber ich weiß eh, wo die Tagen, ich fahre noch schon hin. Eine Jungfrau. Das Stück ist zwar Käse, aber bei der nehme ich mal Privatunterricht. Es ist mir eine große Ehre. Komm, Mädchen, rede nicht, pinsle. Unser Gästebuch. Gib den Topf her. Draußen ist ein Ehrer. Ich habe ihm gesagt, wir sind ein geschlossener Verein. Er bietet 100 Dollar, aber ich wollte nicht, ohne euch zu fragen. 100 Dollar? Menschenskind, wenn du ihn nicht sofort hereinlässt, stehen draußen zwei Ehre. Spricht er mit einem Akzent? Frag los. Nicht reinlassen, das ist mein Produzent aus Amerika. Ich höre immer Produzent. Wir brauchen die 100 Dollar nötiger, als es den Eindruck macht. Und dann verlangen wenigstens 200. Die ist doch begabt. Hau ab! Los, Mädchen, fang an! Samuel, das gut. Sechs mal sechs minus Liebe. Ja, Freunde? Komm, Mädchen, nur nicht ausreißen. Der tut dir ja nichts. Das haben Sie alles mir zu verdanken. Ich werde mich schriftlich bei Ihnen bedanken. Hey, das ist mein Girl. Ich habe mit dir etwas vor. Ich auch. Ich meine geschäftlich, Sie Milchknabe. Ich nicht. Besprechen Sie das Geschäftliche mit mir. Okay. Mein Horoskop versprach mir für heute eine Begegnung von großer Bedeutung.
Als Sie den Flohzirkus betraten, lief es mir kalt über den Rücken. In meinem Horoskop hat auch etwas von dir gestanden. Auf der ersten Seite, Baby. Nach dem Tanz gehen wir. Lassen Sie sich nicht stören. Wir können das alles morgen besprechen. Gehen wir gleich oder bleiben wir noch einen Tanz? Ich bin aus New York gekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Nach dem Tanz gehen wir. Nach dem Tanz gehen wir. Meinen Segen habt ihr. Es ist mir klar geworden, ich bin dein Typ. Wir werden ohne einander für eine kurze Zeit nicht leben können. Ich habe eben den Vater für dein Kind gefunden, Nicole. Mich. Das ist reizend von Ihnen, aber dazu sind erst Intelligenzprüfungen notwendig. Na, du kriegst sie auch nicht, du Flasche. Ihr erster Auftritt, let's go! Ah. Ich schicke Ihnen ganz recht! In New York würde Straßenkämpfe um Sie geben, ouch! Ich frag dich gar nicht, ich nehme, was ich will mit Gewalt, alle Neandertaler. Ich habe großen Erfolg damit. Ich habe einen neuen Titel für Ihr Stück! Vielleicht fällt Ihnen was ein, das Ehren zu Vernunft zu bringen! Im Gegenteil! Jetzt bringen Sie erst auf Tour! Lassen Sie mich sofort los! Jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben! Sie gemeiner Kerl! Sie bringen Sie mich sofort aus! Eine Mitteilung von Nicole! Nicole gehört dem Sieger! Seh ich morgen, Baby! Hab Fun! Gefällst mir, bring mich raus. Ich möchte mit dir allein sein. Erstens bin ich kein Verräter und zweitens bin ich nicht im geringsten interessiert. Dann hilf mir wenigstens da auf. Ich darf nichts mehr heben. Bin ich ein Engel? Sagen Sie wenigstens Dankeschön. Ah, Dankeschön. Für Ihre amerikanischen Reklametricks. Sie gemeiner Kerl. Sie undankbare Person. Taxi. Schnell, schnell, Sie sind hinter uns her. Schnell. Ah. Sehen Sie, ich kenne meine Auguste nicht. Nicht im Ernst, dass ich... Wenn Ihnen noch ein Reklametrick einfällt, stehe ich im Himmel. Für $25,000? Hm? Sie Erpresser. Verzeihung, wo holen Sie den hin?
It'll be all right. Leider. Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung. Der Herr ist Amerikaner und er weiß nicht... Tatsächlich? My word. Das ändert natürlich die Sachlage. Das ist ja eine... Wenn die Herrschaften... Einen Moment, bitte. In der Unanständigkeit öffnen sich alle Türen. Aha. Insta-Dinger, habe die Ehre. Guten Morgen. Die anständige Frau. Hallo. Nice, ja. Man wird ja so leicht missverstanden. Ja, natürlich. Gibt es vielleicht hier irgendetwas... Ja, Anne, bitte. Eine Bluse für die Frau. Bitte schön, Fräulein, wenn Sie mir vielleicht folgen möchten. Haben schon etwas trainiert, Herr Baron. Herr Hofrat, das ist ja eine Sensation, diese kleine Dichterin. Ja, wo ist sie denn? Eben angekommen, hat sofort Auftritt. Na, wie schaut's denn aus, das Putzel? Halbzart, Graf. Halbzart? Wie ist denn das? Guten Abend. Guten Abend. Also wenn die nicht mit dem Amerikaner Landesverrat begeht, bin ich die Kaiserin Zitter. Na, ich bin sicher, dass du das auch noch wirst. Geh sei so lieb und applaudier ein bisschen für mich. Ausschauen tut's wie Sophie. Ja, aber die Beine hat sie ganz von der Lola. Also komisch. Hast du das gesehen? Genau dasselbe Pulli wie meiner. Dabei haben wir dir geschworen, es gibt keinen zweiten. Gibt's auch nicht, dass ja der Deine auf Anordnung der Direktion kommt. Was für die? Mhm. Es kommt ja auch gar nicht darauf an, dass man etwas Unmoralisches tut, sondern nur darauf, dass man sich schämt. Schämen Sie sich auch? Nur für andere. Für sich selber findet man ja gar keine Zeit mehr. Er muss über ungeheure Kräfte verfügen. Ich möchte Sie bitten, in meiner Anwesenheit Ihre animalischen Instinkte zu unterdrücken. Hm? Seien Sie nicht eifersüchtig. Sagen Sie ihm lieber, dass ich mit ihm tanzen möchte. Ich bin nicht eifersüchtig. Aber ich bin auch nicht blödsinnig. Zweite Art. Bitte. Herr Dodd, ich muss Ihnen sagen... Mein Name ist Irwin. Irwin. Ich kann ja nicht Down Nicole sein und Sie Herr Dodd. Das gibt mir einen hässlichen Vaterkomplex. Wie spät ist es eigentlich, Irwin? 11:30. Um Gottes Willen. Ich hätte längst zu Hause sein sollen, meine Eltern... Darin sind Sie wohl streng, Ihre Eltern. Ich habe die besten und verständnisvollsten Eltern der Welt, Herr Dodd. Okay. Außerdem bin ich nicht hier, um mit Ihnen über meine Eltern zu sprechen, sondern über mein Stück. Also, im Zusammenhang mit Ihrem Stück, wie gefällt Ihnen Ihr amerikanischer Produzent? Als Produzent habe ich zu Ihnen das größte Vertrauen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie davon mehr verstehen. Also, als Produzent bin ich okay. Und sonst? Sie wollen wissen, wie ich Sie als Mann finde? Mhm. So, für ein kurzes Abenteuer. Abenteuer sind immer kurz. Würde Ihnen das Freude machen. Ich habe noch nicht von Wien gesehen, aber ich bin sicher, das wäre meine schönste Erinnerung. Dafür würden Sie sogar auf Schönbrunn verzichten. Auf Schönbrunn, den Prater und Grinsing. Nein, Irwin. Ich fürchte, Sie stehen nicht auf meiner Speisekarte. Mach schnell, ich habe einen Hunger. Gehst zum Grafen? Ist er? Hast du das Waschpulver besorgt? Nein, ich halte nichts davon. Was hat er denn angestellt, der Schlawiner?
Versteht er wirklich so wenig Deutsch, dass er nicht weiß, wenn er nicht erwünscht ist? Dabei habe ich ihm ausdrücklich gesagt, dass er nicht auf meiner Speisekarte steht. Also mit einem Landsmann wäre Ihnen das sicherlich passiert. Soll ich Ihre Ehre wiederherstellen, Fräulein? Nein, bitte vielleicht ein Taxi. Aber meinen Pulli möchte ich schon wieder haben. Herr Hofrat, bitte sagen Sie ihm... Ja, alles. Dankeschön. Wiedersehen. Kann man doch nicht machen, wenn er vor allem nicht will. Nein, es kann sich ja nur um ein Missverständnis handeln. Sicher wollte er ihr einen Gefallen tun. Oh, diese Schande überlebe ich nicht. Wie siehst du denn aus? Beginnst du jetzt etwa das Leben zu führen wie in diesem Stück? Du, dann ist es besser. Du packst gleich deine Sachen und verlässt das Haus, bevor dein Vater dich totschlägt. Mich? Diesen Kerl soll er totschlagen. Um Gottes Willen, hat er etwa... Versucht hat er. Gott sei Dank, nur versucht. Ach, das macht dir wohl nichts aus, dass er nur versucht. Ich habe dich ja gewarnt. Versuche werden sie alle anstellen. Wichtig ist nur, dass diese Versuche misslingen. Ich bin ja sehr froh, dass sich das nicht weiter aufregt. Aber mich regt's auf. Ich sehe rot, wenn ich an diesen Kerl denke. Was ist denn das für ein Kerl? Wie sieht denn der aus? Ein Filmschauspieler. Ah. Wie groß ist er denn? So ungefähr. Und wie alt? Ich könnte mein Vater sein. Gott sei Dank. Mitte 30. Was? Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Es wird aber auch Zeit, dass dir das nicht gefällt. So hat's bei mir auch angefangen mit deinem Vater. Nicht ausstehen konnte ich den Mann. Ach. Hey! Was? Dort ist draußen. Ich bin nicht zu Hause. Was ist geschehen? Dort ist draußen. Sonntagmorgens um 10. Also das grenzt an Ruhestörung. Na, dann mach schon auf, sonst geht er wieder weg. Dort ist draußen. Neuigkeiten. Nur mach schon auf. Komm, schnell anziehen. Ja. Ich bin nicht zu Hause. Seid nicht dumm, wir sind doch alle da. Und benehmt euch anständig. Nein! Wir sind doch eine unmögliche Familie. Ach so. Aber übertreibt nicht, der ist schlau wie ein Fuchs. Auf uns kannst du dich verlassen. Pass lieber auf Mutter auf. Ja, Brigitte hat recht. Mutter, denk an die Dollar. Ja. Guten Tag, bitte treten Sie ein. Guten Tag. Mein Name ist Dott. Ich möchte mit Fräulein... Ich weiß. Ich bin Brigitte. Bitte kommen Sie mit. Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens war es genau 10 Uhr. Sie bitte hören im Sonntagmorgenkonzert. Dankeschön. Die Kunst der Fuge. An der Orgel O.W. Machacek. Meine Schwester ist noch im Hemd. Es wird eine Zeit lang dauern. Ich warte gern. Die Farben sind von mir. Aha. Sagen Sie bitte, sind Sie Mormone? Pardon me? Ich meine, ob Sie Mormone sind? Nein, leider nicht. Ich begreife nicht, wie ein Amerikaner nicht Mormone sein kann. Das bringt doch unfassbare Vorteile mit sich. Sie meinen wegen der Vielweiberei? Ja. Bitte, gibt's auch eine umgekehrte Mormonensekte, wo Frauen viele Männer heiraten können? Hintereinander ja. Nein, ich meine auf einmal. Seien Sie vorsichtig, meine Schwester ist mannstoll. Glauben Sie ihm kein Wort. Er lügt. Und dafür noch viel zu jung. Oh, ich freue mich, dass Sie unser bescheidenes Heim beehren. Berg. Ich bin die stolze Mutter. Freue mich. Nicole sitzt leider noch in der Badewanne. Ach so. Wollen Sie sie nicht besuchen? Sie wird sich schrecklich freuen. Gerne. Oh. Okay, Sonny Boy. Okay.
Oh, verzeihen Sie, wir kennen keinen Genieren. Wir sind nämlich alle Anhänger der Freikörperkultur. Nicoles nächstes Stück spielt in einem Nacktverein. Billig herzustellen, keine Kostüme. Ich lese sofort. Ja, und was verschafft uns die Ehre Ihres Besuches? Ich komme, um Nicoles Pass zu holen, wegen des Visums, wissen Sie? Ich nehme Sie mit nach Amerika. Nach Amerika? Ja. Aber das geht ja nicht. Ich meine, Nicole ist gar nicht gut, auf Sie zu sprechen. Und Sie wissen wohl, warum. Oh, wegen gestern Abend? Forget it. Ich lasse Sie auf Amerika los. Die New Yorker werden Sie in Stücke reißen. Mein Kind? Mhm. Dazu gebe ich nie die Erlaubnis. Hast du ein Glück? Er will dich mit nach Amerika nehmen. Das kann ich mir vorstellen. Wonderful. Aber nicht leisten. Es gehört zu meinen Bedingungen. Sie sind kein Produzent, Sie sind ein Erpresser, Herr Dodd. Ich weiß nicht, Sie kommen jeden Tag mit neuen Bedingungen. Morgen werden Sie verlangen, dass meine Tochter Kopf steht. Ich will, dass New York Kopf steht. Nur wenn ich mitfahre. Ausgeschlossen. Das kann zu Missverständnissen führen. Herr Dodd, es tut mir bestimmt mehr leid als Ihnen. Aber wenn das Ihre Bedingungen sind, dann ist soeben unser Geschäft geplatzt. Kann ich Sie einen Moment allein sprechen, Nicole? Das ist nicht nötig. Sie sagt uns ja doch alles wieder. Ich weiß, sie hat keine Hemmungen. Ich habe sie. Nicht, Mutter. Er hat Hemmungen. Also, was haben Sie mir zu sagen, Herr Dodd? Ich will Ihnen sagen, wie leid es mir tut, dass ich gestern Abend meinen Kopf verloren habe. Aber ich habe ihn nach langem Suchen wiedergefunden. Ein Glück, man kann ja nicht ohne Kopf herumlaufen. Herr Dodd, ich traue Ihnen nicht von hier bis zum nächsten Stiefmütterchen. Oh, komm, na, ich verdiene mildende Umstände. Das müssen Sie doch zugeben. Ich habe Ihre, wie sagt man, Ihre Spielregeln nicht gekannt. Ja, das stimmt. That's it. Und deswegen kann man ja nun nicht die Memoiren platzen lassen. Ich brauche sie in New York und verpflichte mich, sie von nun an wie eine junge Dame ohne Vergangenheit zu behandeln. Vertraglich? Vertraglich. Soll ich nett sein und euch zur Versöhnung Sekt hinunterbringen? Ich habe eine Bitte an Sie. Heute Abend ziehen Sie keine Hosen an. Was? Sondern ein Kleid und ich zeige Ihnen Wien. Ich kenne Wien. Sie müssen mir doch zumindest Gelegenheit geben, mich als Gentleman zu betätigen. Passen Sie auf. Ich habe für heute Abend einen Tisch beim Schmörriegel bestellt. Darf ich Sie um 8 abholen? Wenn ich komme, komme ich allein. Wenn Sie nicht kommen, werde ich mich betrinken und werde sentimental. Ich kann sentimentale Männer nicht leiden. Okay. Auseinander! Stummkopf! I think you have been too long under Russian influence. That spoiled you. Ich sage auf jeden Fall erst einmal no. It does something to you, doesn't it? Yes. Das herrlichste Wiener Vergnügen ist draußen beim Wein vis-à-vis. Und mag auch der Schein häufig trügen, es gibt einen Schein, der trügt nie. Ein Dollarschein, ein Dollarschein, ein heiliger Wein. Was braucht man mehr, um happy zu sein? Ein Dollarschein, macht alles all right und bringt die Gemütlichkeit. Dieser Student, den Sie da besucht haben, wenn Sie zu mir gekommen wären, wissen Sie, was ich gemacht hätte? Ungefähr das Gleiche. Rausgeworfen hätte ich Sie. Ah, vorher oder nachher? Vorher. Der heilige Dodd. Ja, yep, that's me. Ich bin froh, dass wir hier sind. Trink nicht so viel, du musst deinen klaren Kopf behalten. Was hat sich denn so verändert? Gefalle ich Ihnen nicht mehr? Im Gegenteil. Sie gefallen mir immer mehr. An sich sind Sie ein schönes Paar. Man muss nur auf Sie aufpassen. Okay, hast du machst doch keine Spampanade und du pass auf, die sagt auch no. Ja, ja, keine da. Hör doch auf, die Mutter ist wirklich so ohrfeig. Ach, wenn du wenigstens 5 Jahre älter wärst, dann könnten wir so tun, als ob wir nicht verwandt wären. Es ist nicht beim Scheine der Kerzen und schon gar nicht beim Schein von einem Mond. Nein, beim Dollarschein. Nicole, ich brauche einen Platzwechsel.
ganze Liebe. Grenzen in Irlanden haben ja New York auch. Nur gibt es da mehr Wiener. Okay, Erwin, was immer Sie wollen. Herr Dodd braucht einen Platzwechsel. Zahlen. 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 Zwei Reihen. In Kauf und Neue. Schlaf vor Mitternacht ist der Beste. Müssen denn die Kinder nicht in die Schule morgen? Oh, wenn es mal später wird, bleiben Sie zu Hause. Wir nehmen das nicht so ernst. Ach so, na wollen wir? Was? Na darauf. Oh, ich bin mein ganzes Leben lang in Wien und es ist mir bisher gelungen, es zu vermeiden. Das ist etwas anderes. Als Ausländer kann ich mir das nicht leisten. Herr Dodd will Wien von oben sehen. Vielen Dank, ich werde schwindlig. Mir genügt's von unten. Wenn wir eingeladen werden, täten wir nicht Nein sagen. Falls uns schwindlig wird da oben. Dort denkt an alles. Ja, Kinder, kommt. Fahrt vorsichtig. Wartet hier, ich mach das schon. Netter Mensch, dieser Dodd. Ja, reich und trotzdem ganz natürlich. Ihr müsst aber nicht unbedingt dieselbe Gondel nehmen. Wir sind ja nicht blödsinnig. Er war ja auch anständig zu uns. Pardon, pardon. Nicole, come on, come on. Komm rauf. Bitte, Herr Baron. Let's go. Momentel, ihr kommt erst im Nächsten. Wir wollten euer junges Glück sowieso nicht stören. Hey! Komm mal. Hallo! Kommt's da, kommt's da, kommt's da. Ja, bitte schön. Du warst am Stettiner, Herr Baron, steht sehr in Dienst. Hi, thanks. Hi there! Pardon? Siehst du? Jetzt habe ich es doch geschafft. Was? Was haben Sie geschafft? Könntest du nicht endlich du zu mir sagen? Du wolltest mir sagen, was du geschafft hast. Allein zu sein mit dir. Es geht ja gleich wieder runter. Irrtum. Ich habe das Riesenrad gekauft für heute Nacht. Du glaubst, so viel Geld kann man ganz Wien kaufen. Mhm, nach langwierigen Verhandlungen. Es steht. Mhm. Es geht erst dann wieder runter, wenn ich pfeife. Du bist also doch ein ausgekochter Patron. Pfeif bitte sofort. Nein, nein. Hier bist du meiner Gewalt. Damit musst du dich schon abfinden. Also, wenn du mir was tust, dann... Was ist, wenn ich dir etwas tue? Dann... Ist zu hoch. Relax. Relax. Ich tue dir ja nichts. Funny, you know. Ich bin nämlich wirklich von zu Hause aus ein ganz altmodischer Mensch. Puritaner. Anscheinend hört meine Schüchternheit nur auf, wenn es sich um Geschäfte handelt. Mhm. Zum Beispiel gestern. Stimmt. Aber privat hoffe ich noch immer, dass es mir gelingen wird, ein Mädchen ohne die geringste Vergangenheit zu finden. Zum Heiraten. Schade. Aussehen könnte sie genauso wie du. Bitte reg dich nicht auf. Es ist eine kleine Betriebsstörung. Sie arbeiten fieberhaft. Hallo, was ist denn los da unten? Sollen wir hier oben vielleicht überwintern? Kleine Betriebsstörung. Kann noch eine Weile dauern. Bitte pfeif doch jetzt. Mir gefällt das nicht. Ich bin schwindelig. Ich auch. Also wenn der jetzt die Gelegenheit wahrnimmt, springt sie in den nächsten Minuten aus der Gondel. Du... Die Dinge stellen sich auf den Kopf. Ich kann dich nicht mitnehmen nach New York. Dass du in New York dein schreckliches Unwesen treiben würdest,
unter meinen eigenen Augen. Na, der Gedanke ist mir unerträglich. Aber ich kann mich doch in New York ganz anständig benehmen. Das ist mir ja viel lieber. Nein, nein, Nicole. Wenn du dich an das andere so gewöhnt hast. Erwin, ich bin ein ganz... Ich weiß ja, was du bist. Leider. Ja, leider. Es war schrecklich, dich kennengelernt zu haben. Aber es ist ja gar nicht wahr. Es stimmt ja alles gar nicht. Ich war noch nie eine Geliebte. Ich habe sie ja gar nicht erlebt, die Memoiren. Wir haben das alles zusammen geschrieben, meine Eltern und ich, um Geld zu verdienen. Was? Was machst du mit? Lass mich los! Du wirst Hilfe! Hier war die Zeit! Hilfe! Mir gefällt das nicht. Ich ahne Furchtbares. Fort aus meinen Augen! Du bist ein anständiges Mädchen. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Vielleicht mit ein bisschen mehr Geduld, Herr Baron. So ein Strolch. Ich hab's gern. Ich bring ihn um, den Wüstling. Hat er dir etwas angetan? Das kann man wohl sagen. Das Knie hat er mich gelegt. Verprügelt. Ach, wenn's weiter nichts ist. Warum hast du ihn denn nicht gebissen? Das Schlimme ist, dass ich's nicht begreife. Zuerst hat er mich geküsst und dann mein armes Kind. Du hast dich von ihm küssen lassen, du verworfenes Geschöpf, du? Ja, Vater, mit großem Vergnügen. Erst hat er dich geküsst und anschließend hat er dich versohlt? Nicht anschließend. Dazwischen habe ich ihm gesagt, dass ich ein anständiges Mädchen bin. Das muss widerrufen werden. Kategorisch. Einmal ums Riesenrad herum für 25.000 Dollar. Ach so, das Geld. Das ist auch weg. Ich hab's gewusst. Sie hält nicht durch. Und sowas kriegst du auf den Leim. Das war kein Leim. Er liebt dich. Wenn er dich verprügelt hat, dann liebt er dich, mein Kind. Mutter, das ist Unsinn. Natürlich war es Leim. Eine Falle hat er ihr gestellt. Nein. Ich glaube, Mutter, du hast recht. Da oben... Ich habe ihm jedes Wort geglaubt. Spürt doch eine Frau. Ich spüre nur, dass 25.000 Dollar im Eimer sind. Jetzt geht es um mehr als 25.000 Dollar. Jetzt geht es um das Glück unseres Kindes. Ja, nur mit einem Mann, der kein Vertrauen zu uns hat, gibt es kein Glück. Wenn alles wahr wäre, was er zu mir gesagt hat, dann gibt es schon ein Glück, Vater. Und ich will wissen, ob es stimmt. Jetzt, sofort. Ich gehe hin zu ihm. Hier geblieben? Mein Kind, denke bei allem, was du tust, ob es deinen Eltern Freude machen würde. Wenn ich du wäre, würde ich erst einmal seine Geliebte werden und dann weitersehen. Hier geblieben, sage ich, jetzt nehme ich das Heft in die Hand. Bis jetzt habe ich dir gefolgt, Vater, aber von jetzt ab folge ich der Stimme meines Herzens. Das gestatte ich nicht. Bitte lass mich. Sie macht eine unverzeihliche Dummheit. Es ist alles verloren. Bitte. Ich möchte den Amerikaner Dodd sprechen. Fräulein Dassau? Ja. Herr Dodd erwartet Sie. Dritter Stock, 371. Bitte. Danke. »240, bitte.« »Komm rein, wenn du Mut genug hast.« »Du scheinst mich erwartet zu haben.« »Du hast zwei wichtige Gründe, hier zu erscheinen. Dein schlechtes Gewissen und 25.000 Dollar.« »Ich habe einen noch viel wichtigeren Grund. Ich wollte dir Gelegenheit geben, dich zu entschuldigen.« Du, sei nicht frech. Ich warne dich. Hingehen und anständige Menschen betrügen. Weißt du, wo du hingehörst? Wo glaubst du, gehörst du? Ins Gefängnis. Wegen Vorspiegeln und falsche Tatsachen. Eigentlich gehörst du auch ins Gefängnis. Weil ich dich übers Knie gelegt habe? Das stimmt. Das ist Körperverletzung. Nein. Auch wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen. Du meinst davon Riesenrad? Mhm. Aber ich muss dir ein Kompliment machen. Du hast ausgezeichnet gespielt. So gut, dass man es für wahr halten könnte. Oder hast du etwa gar nicht gespielt? Gerade bevor du reinkamst, habe ich mir geschworen, dieses Geheimnis mit in mein Grab zu nehmen. Na gut. Selbst wenn es ein Märchen war, war es hübsch. Oben haben die Sterne geglitzert und unten die Neonröhren. Und du warst so traurig, dass ich kein unschuldiges kleines Mädchen mehr bin. Vielleicht wollte ich dir deshalb eine kleine Freude machen. Nein. So schnell kannst du deine Unschuld nicht wieder verlieren. Dafür halte ich meine rechte Hand ins Feuer. Und sei vorsichtig.
Vielleicht musst du dann deine Schecks mit der linken unterschreiben. Brichst du vom 25.000-Dollar-Check? Den kannst du dir auf den Hut stecken. Ich spreche von deiner Leichtgläubigkeit. Du wolltest mir also nur eine Freude machen. Das habe ich nicht gesagt. Aber es hätte so sein können. War es so? Schade. Kurz bevor ich hier reinkam, habe ich mir geschworen, dieses Geheimnis mit ins Grab zu nehmen. Tja, da musste ich mich eben auf meinen Instinkt verlassen. Der ist ja leider nicht sehr ausgebildet bei dir. Wenn du nämlich Instinkt hättest, hättest du mich im Separé nie gefragt, ob du auf meiner Speisekarte stehst. Du hättest damit gewartet. Bis wann? Vielleicht bis jetzt? Hallo, Room Service, please. Bringen Sie bitte eine Flasche Veuve-Clicquot-Brü eiskalt und zwei Gläser. Das ist alles. Dankeschön. Die Beleuchtung, willst du das arrangieren? Gerne. Warum bist du denn so stumm? Es ist dir recht so. Mhm. Klassisch oder modern? Jazz. Jazz. Such is life and such is love. Yes, she is wunderbar just for you. Es ist noch nicht eine Stunde her, da hast du zu mir gesagt, wenn du der Student in meinem Stück gewesen wärst, du hättest mich rausgeschmissen. Vorher. Naja, man sagt so vieles. Vorher. Und du hast leider nichts mitgebracht. Herein! Hierher, bitte. Ich öffne selbst. Sehr danke. Bitte. Baus, Baus. Hat gegrinst, der unverschämte Mensch. Nicht einen Blick hat er auf dich geworfen. Ein erstklassiger Kellner. Bitte nicht. Bitte, schließ die Tür wieder auf. Ich habe Platzangst bei verschlossenen Türen. Komisch. Ich habe Angst, dass die Tür offen bleibt. Hallo? Dot hier. Ich möchte nicht gestört werden. Keine Gespräche, bitte. Danke. We're alone. Ich möchte etwas trinken. Ja, ein paar Mal. Aber es hängt von der Flasche ab. Man, all women is crazy, but that's not so bad. Just apply the golden rule. Crazy man, and all men is crazy too. That's why they fall in love. Yes, sir. Crazy lover, and Alice believes in our crazy baby. That's what I've been trying to tell you. Hell is better, but Manuel is better. Also, wenn du mir nicht sagst. Sag sie sofort auf und ich schlag die Tür ein. Jetzt bin ich froh, dass Vater sich nicht zurückhalten ließ. Herr Dott, wir sind eine tolle Familie. Wir sind Anhänger der Freikörperkultur und Naturforscher. Nicole kann ihren Trieben freien Lauf lassen, so viel sie will. Aber für Geld, da setzt es Ohrfeigen. Wo ist der Vertrag? Geld spielt bei uns gar keine Rolle, Sie Rabenvater.
Sag deinen lieben Eltern, dass ich auf deiner Speisekarte stehe. Und bitte sie, sich zurückzuziehen. Wir werden uns zurückziehen. Alle drei. Wo ist der Vertrag? Hier ist er. Lesen Sie ihn aufmerksam durch. Wenn Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, ihn zu unterschreiben, okay, dann unterschreibe ich ihn auch. Mein Gewissen ist rein wie... Wie Ihre Tochter. Jawohl, rein wie meine Tochter, in ihrer Unmoral. Jetzt habe ich aber genug. Nun macht, dass ihr rauskommt, alle drei. Nun, wie habe ich das gemacht? Ich bewundere dich. 25.000 Dollar zahlbar per Unterschrift, das andere brauche ich nicht zu lesen. Steht was drin, dass ich mit nach New York muss? Kein Wort, hat er vergessen, was du für ein Glück hast. Jetzt ist er verrückt geworden. Herr Dutt, ich werde Ihren Vertrag nicht unterschreiben. Aha. Nichts, aha. Weil Sie mich vorher umbringen werden. Wenn Sie langsam fahren, ist es ja eine hübsche Idee, den Vertrag im Freien zu unterschreiben. Nicht wahr? Wir sind doch alle Freidenker und lieben die Natur. Ja, ja, das gefällt mir ja auch. Aber eins gefällt mir nicht, dass Nicole allein vorausgefahren ist. Ich wollte mit Ihnen allein sprechen über Nicole. Ich möchte eine Option auf Ihre Tochter. Fangen Sie nicht schon wieder an. Ich meine doch auf Ihre Werke. Ihr nächstes Stück zum Beispiel interessiert mich sehr. Es spielt doch in einem Nacktclub, nicht wahr? Ja. Das klingt aber nicht so billig, Herr Dott. Nein, nein, ich will ja auch einen ganz anderen Vertrag machen. Naja, es muss ja erst geschrieben werden. Ich habe schon etwas gefunden, wo Nicole in Ruhe schreiben kann und wo sie Anregungen erhält. Hier. Hier? Was ist hier? Das ist der exklusivste Nacktclub Österreichs. Ah! Und es war sehr schwer, Karten zu bekommen. Aber ich habe mir gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, den ersten Vertrag mit dem zweiten zu verknüpfen. Hier drin werden wir unterschreiben. Der ist verrückt. Wo ist mein Kind? Nicole, na, da drin, sie wartet auf uns. Nackt! Ach, das ist ja entsetzlich. Mutter! Nicole! Sie sind Wüstling! Nicole! Hier liegt der Beweis Ihrer Gaunereien. Wo ist Nicole? Nicht hier. Ich habe gelogen. Ah, so, Sie haben auch gelogen. Sie aber, zwischen uns ist ein Unterschied, mein Lieber. Ich habe ja aus sozialer Not gelogen. Aber jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Lieber arm als nackt. Kommen Sie. Sie. Kommen Sie mal, helfen Sie. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann Nicole ja nicht ewig warten lassen. Mussten Sie meine arme Frau in eine solche Situation bringen? Erstens, damit auch Sie die Katze aus dem Sack lassen. Und zweitens, um Ihnen zu zeigen, dass Lügen behaarte Beine haben. Behaarte Beine? Lass mich raus! Bitte bleib. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Wir waren uns nicht ganz einig. Herr Dott, es ist alles bereit. Verstehe schon, warum Sie es gar so eilig haben, Herr Dott. Aber Sie müssen sicher sehr gute Beziehungen haben, denn bei uns in Österreich dauern solche Sachen sonst viel länger. Können wir es bitte rasch und schmerzlos machen? Wir haben noch ungeheuer viel zu tun heute. Ja, unter 5 Minuten ist es kaum zu schaffen. Bist du bereit, mich, Erwin Dott, aus New York zu heiraten? Dann komm mit. Nur wenn du mir etwas sagst. Wirklich? Kannst du schwören? Ich schwöre. Herr Dott, sagen Sie, was wollen Sie denn schon wieder mit uns anstellen? Sagen wir es Ihnen? Mhm. Wir wollen heiraten. Was? Den schrecklichen Menschen willst du heiraten? Na, lass nur, Mutter, vielleicht ist er gar nicht so schrecklich. Sag, liebst du ihn denn? Schon immer. Schon immer. Moment, etwas vergessen. Warum? Mein Kind! Hast du dir das auch genau überlegt? Das ist ein sehr ernster Schritt. Nicht wahr, Mutter? Klassisch oder modern? Altmodisch, bitte. Musik.
man ist gar nicht vorbereitet. Alles so überstürzt. Ja. Steht Ihnen ausgezeichnet, Mrs. Dodd, aber gib mir wieder. Over my dead body, nur über meine Leiche. Nein, nein, wirklich, Mrs. Dodd, du musst mir wiedergeben. Darf doch kein Mensch erfahren, dass wir geheiratet haben. Für heute Abend habe ich ganz Wien eingeladen. Dass es unser Hochzeitfest ist, wissen nur wir. Denen spielen wir etwas vor. Eine Art Generalprobe für New York. Komm. Das Gute daran ist, Mrs. Dodd, dass du nicht mehr zu lügen brauchst. Nur ein Geheimnis bewahren. Jetzt müsst ihr mal sehen, was für eine Schauspielerin ich bin. Also Sie müssen wieder ein Stück schreiben und eine neue Rolle für mich. Bei Ihren Rollen kann man sich so hübsch gehen lassen, wenigstens auf der Bühne. Im Leben, ach, Sie wissen ja gar nicht, wie eifersüchtig der Hofrat ist. Jetzt Autorin und Produzent, bitte, Herr Dodd. Pardon, pardon, bitte. Also äußerlich merkt man ja gar nicht an, wie man Oh, ja. Passen Sie nicht wunderbar zusammen? Ja, ich hoffe, ich bin bald Großvater. Du hast aber eilig, das hat doch noch ein bisschen Zeit. Haben wir Mr. Dodd Ihre hohe Meinung über das amerikanische starke Geschlecht zu verdanken? Natürlich, er ist Nummer eins in meiner Kollektion. Ja. Und es ist sehr bequem, seinen Produzenten zu lieben. Erwin hat seine besten Ideen in der Nacht. Und alles, was er zu tun hat, ist mich zu wecken und die Besprechung kann sofort stattfinden. Thank you. Sir. Ohne Trauschein wäre das nie gegangen. Komm weg, Louise. Wonderful. Keep it up. Ich habe immer einen Mann gesucht, von dem ich ein Kind haben möchte. Ich habe ihn gefunden. Ich danke Ihnen, Nicole. Sie haben mir die Augen geöffnet. Auch ich werfe alle Fesseln ab. Ich will auch ein Kind von Ihnen haben. Ja, thank you, my dear. Thank you. Jawohl. Halt den Mund. Wie bin ich? Genial. Aber fürs Erste ist jetzt genug. Geh schon rauf. Ich werde dich nicht lange warten lassen. Okay. Vom pädagogischen Stand. Nicole, Kim! Wir sehen uns ja noch auf dem Flugplatz. Ein mutiger Mann. Gesellschaftsreformator. Sie scheinen Fräulein Bachers Lebensauffassung schätzen gelernt. Allerdings. Ein ausgekochter Geschäftsmann. Skandal ist das. Skandaliger Job zu unserer Zeit, aber so ist es nein. Das ist sicher alles sehr modern, aber ehrlich gesagt, gefallen tut's mir nicht. Ja, ist ein Genie. Aber meine Herrschaft. Warum denn so heftig? Das Stück läuft bereits 200 Mal bei uns. Damit ist alles entschieden zugunsten der heutigen Zeit. Ehrlich gesagt, mir tut die Zeit leid. Und die Liebe in dieser Zeit. Aber Nicole Dassau ist ihr Kind. Dass ihr das Stück in Wien, in der Stadt der schönen Sentiments, einfallen konnte, stimmt mich für uns sehr bedenklich. Aber wenn ich Herr Dodd wäre, würde ich sie auf der langen Reise trotzdem mit sehr altmodisch gewordenen Dingen erschrecken. Mit viel Blumen. Und ein wenig Herzenstakt. Dann können Sie auch behaupten, diese Dinge sind in der neuen Welt. Selbstverständlich. Herzenstakt, Herr Hofrat? Alter Trick von mir. Was ist denn los? Ist was passiert? Ich habe solche Angst. Und ich... Hast du denn keine Angst? Doch, ein bisschen. Ich habe da unten gedacht, wie es wäre, wenn ich du werde. Ich glaube, ich will aus dem Fenster springen. Aber wir sind doch verheiratet. Wir lieben uns doch. Ja, klar. Trotzdem. Ich bin nicht gekommen, um dir Angst zu machen.
Ich wollte dir einen Ratschlag geben. Ja? Stell dich einfach schlafend. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, du musst jetzt gehen. Er kann doch jeden Augenblick kommen. Gottes Willen. Also, mach's gut. Es ist gegen jede gute Sitte, so einfach einzuschlafen in der Hochzeitsnacht. Aber es hat auch seine Vorteile, dass du schläfst. Dann kann ich dir sagen, ohne dass es dir in den Kopf steigt, dass du in dieser wahnsinnig gewordenen Welt ein erfrischender Lichtblick bist.